Mit feierlichen Prozessionen erreichte am heutigen Sonntag die Osterzeit in der Oberlausitz ihren Höhepunkt. Fast 1600 sorbische Reiter zogen übers Land und verkündeten die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi. Männer mit Frack und Zylinder und hoch zu Ross. Singend zogen sie in die benachbarten Pfarrgemeinden. Die Osterreiter waren heute zwischen Bautzen, Hoyerswerda und Kamenz unterwegs, in 9 Prozessionszügen. Start war unter anderem in Bautzen, in Schwyz-Kuckau und in Wittichenau. Die Reiter kamen durch fast 30 Orte. Hier im Video startet die Prozession an der Friedensbrücke in Bautzen. Sei mir gegrüßt! Ja.